In diesem Video geht es um das Thema Niederlagen, wie man damit am besten fertig wird, wie ich es gemacht habe, was ich da an euch weitergeben kann und wie man aus der ganzen Sache wieder rauskommt und gestärkt ins neue Semester startet oder vielleicht in die nächste Klausur, nächste Hausarbeit. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass ich selbst ganz genau weiß, wie es sich anfühlt, mit Niederlagen umzugehen, wie man richtig am Boden sich fühlt und nicht mal weiß, ob man für das Studium geschaffen ist, für diese ganze Lernerei. Vielleicht hat man auch das falsche Studium gewählt, vielleicht überhaupt gar kein Studium. Vielleicht sollte man lieber eine Ausbildung machen oder umgekehrt. Es gibt ja immer so Phasen im Leben, sei es in der Schule oder hauptsächlich auch in der Ausbildung, wo man sich an so einem Trennungspunkt befindet. Entweder man hält das durch oder man sagt sich, hey, das ist nichts für mich. Ich weiß selbst, dass es sehr oft so ist, dass man aus der Schule kommt, besonders bei Leuten, die jetzt Jura studieren oder einfach Studiengänge, die einen sehr hohen NC haben. Diese Menschen sind sehr verwöhnt, wenn es um Noten geht. Ich selbst war auch so. Ich kam aus dem Abi und hatte eigentlich super Noten, hatte einen Einserschnitt und hatte gedacht, da kann eigentlich nicht mehr viel kommen. Was mich erschüttern kann, man denkt, ich habe da richtig gute Lernmethoden für mich entdeckt oder vielleicht musste ich gar nicht so richtig viel lernen, weil einem die Noten zufliegen. Und deswegen kommt dann sehr schnell der falsche Verdacht auf oder der falsche Gedanke, Studium kann ja eigentlich nicht so viel anders sein. Ist es aber dann letztendlich doch. Ich habe das selbst sehr hart erfahren müssen, habe angefangen zu studieren, gleich nach dem Abi und war ein bisschen sehr überfordert am Anfang mit der Situation. Das ist nicht jeder. Ich bewundere jeden, der das sofort alles gebacken bekommt, sofort merkt, was er machen sollte, was er nicht machen sollte, was ihm ein bisschen aufgedröselt wird, was ihn nur noch mehr verrückt macht, als er eh schon ist. Ich war da ein bisschen anfällig für und habe dann relativ viel gemacht, habe auch schnell gemerkt, dass es zu viel wurde und habe letztendlich dann auch die Rechnung dafür bekommen, indem ich durch eine Hausarbeit durchgefallen bin. Und das war so ein bisschen ein sehr krasser Punkt für mich, der mir einerseits immer diesen Hintergedanken eröffnet hat, vielleicht ist ja Jura gar nichts für mich, vielleicht, ich kenne diese Gedanken, wo man dann auch sagt, vielleicht bin ich einfach zu dumm, vielleicht nicht, vielleicht arbeite ich zu wenig dafür, vielleicht werde ich nie die richtige Lernmethode finden, vielleicht hätte ich was anderes studieren sollen. Irgendwie wirken manche Mitstudierenden aus anderen Studienbereichen glücklicher und ich bin die ganze Zeit nur am Lernen und am Lernen und habe nie Freizeit. Irgendwas mache ich falsch. Ich selbst war da wirklich an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich muss irgendwie gucken, was ich jetzt mache. Was ist, wenn jetzt jede Hausarbeit so läuft, jede Klausur und ich am Ende irgendwie 2 Jahre verbummelt habe? Das ist ja auch immer ein bisschen die Angst im Hinterkopf, die Eltern vielleicht im Nacken hängen oder man selbst mit den finanziellen Problemen, die man als Studierender oft hat. Und da ist jedes Semester irgendwie wichtig. Damals war das bei mir natürlich noch so, wir hatten noch Studiengebühren. Das ist ja heutzutage so gut wie abgeschafft. Ich denke, also Baden-Württemberg war, glaube ich, das letzte Bundesland, das es abgeschafft hat und das macht es ein bisschen leichter zumindest, aber ich hatte halt immer diese Gedanken auch, ich will keine Zeit verlieren, ich will das möglichst schnell machen, ich möchte schnell auf eigenen Beinen stehen, nicht nur für mich, sondern auch für meine Eltern. Man fängt dann ein bisschen an, sich selbst mit anderen zu vergleichen, man ist da durchgefallen, was weiß ich, hat 3, 2 Punkte in der Hausarbeit, in der Klausur, bei mir war es die Hausarbeit und hat sich dann gedacht, oh mein Gott, ich saß da jetzt 4 Wochen dran und dann bin ich durchgefallen. Ich glaube, ich kann das einfach nicht. Es kann doch nicht sein, dass da nichts Verwertbares drin ist. Erstens dürft ihr euch besonders am Anfang nicht den größten Kopf machen, wenn ihr mal durchfallt. Bei mir war es sogar so, für mich war die ganze Sache mit der Subsumption, mit Tatbestandsmerkmalen und den Aufbau, das war völlig zu viel. Ich habe da schon den ersten Fehler gemacht, mich nicht zu Sachen anzumelden wie Vorbereitung von der Fachschaft. Die Fachschaft bereitet einen da sehr gut auf der Hausarbeit vor. Ich habe auch nicht mit anderen zusammengeschrieben. Ich bin zwar nicht der größte Freund, immer mit großen Gruppen zusammenzuschreiben, aber ich finde, 2 oder 3 Freunde, das kann immer helfen, dass man nicht total auf dem Holzweg ist und sich gegenseitig Tipps gibt. Aber das ist natürlich jetzt nur eine Tippsache für Hausarbeiten schreiben. Klausuren ist natürlich was anderes. Aber ich habe gemerkt, einfach für mich, ich habe das Ganze ein bisschen falsch angegangen. Heißt nicht, dass ich zu dumm war und das wird auch bei den wirklich allermeisten bei euch auch nicht so sein. Es ist nicht das größte Hexenwerk, was immer so wirkt, dass man Hausarbeit und eine Klausur und am Ende das Examen besteht. Aber in dem Moment, wenn die Note dasteht und man durchgefallen ist, denkt man natürlich, ich bin einfach nicht schlau genug, was überhaupt nicht der Fall ist, sondern ihr werdet das Ganze falsch angegangen haben. Das ist die erste
Möglichkeit, warum es nichts geworden ist. Und die zweite Möglichkeit, die man nicht unterschätzen darf, aber auch nicht zu hoch an die große Glocke hängen sollte, ist der Aspekt, wer korrigiert denn letztendlich Hausarbeiten und Klausuren? Heißt nicht, dass diese Menschen irgendwie nicht kompetent sind oder sowas, aber ihr müsst immer verstehen, in der Regel korrigiert der Professor diese nicht. Der Professor stellt die Klausur, stellt die Hausarbeit, aber möchte natürlich jetzt nicht 300 Hausarbeiten oder 300 Klausuren korrigieren, nein. Und deswegen hat er seine Hiwis und seine wissenschaftlichen Mitarbeiter. Diese wissenschaftlichen Mitarbeiter und vor allem die Hiwis, die kriegen dann eine Lösungsskizze und dann wird besprochen, was wie viele Punkte geben soll und so. Aber bei uns war das zum Beispiel noch letztens so, ich glaube, jede Hausarbeit oder so war 7 Euro. Mittlerweile wird das natürlich durch das Mindestlohngesetz vielleicht ein bisschen anders laufen, aber es war lange so, dass 7 Euro pro Hausarbeit, da könnt ihr euch natürlich ausrechnen, wie viel Zeit letztendlich so ein Mitarbeiter hat, um eine Hausarbeit zu bewerten, damit sich das überhaupt noch lohnt. Er kann also nicht alles durchgucken und sich Gedanken machen, was wohl der Schreiber alles damit gemeint hat. Nein, es werden Schlagwörter oft gesucht, unterstrichen, ihr werdet das schnell merken. Schlagwörter werden unterstrichen, wenn diese Schlagwörter nicht fallen, dann kann auch dazu oft kein Punkt gegeben werden, was nicht ganz fair ist oft und es wirkt auch nicht fair, aber es geht halt nicht anders bei der Masse der Studierenden. Ich habe viel zu oft Fälle gesehen, wo dann in die Remonstration heißt es, glaube ich, also jedenfalls kann man dann noch gegen Einspruch quasi einlegen, gegen eine schlechte Note, was ich nicht empfehlen kann, weil es ist einfach, wie es ist. Schwamm drüber, vergessen, weitermachen, das ist immer die beste Lösung. Aber es gibt natürlich manche Leute, die fühlen sich dann sehr, sehr schlecht behandelt, was ich auch nachvollziehen kann. Und die gehen dann in die Remonstration und dann gucken sich entweder andere wissenschaftliche Mitarbeiter die Klausur an, aber oft auch in so einem Fall dann der Professor. Ich habe viel zu oft die Reaktion so gesehen, dass jemand von 3 Punkten auf 7 hochgewertet wurde. Und viel zu oft denkt man sich dann auch, es kann doch jetzt nicht der Ernst sein. Ich habe auch gesehen, wie 2 Menschen fast gleiche Hausarbeiten abgegeben haben, wirklich fast gleiche, und einer in den doppelstelligen Bereich gerutscht ist und einer nur 7 Punkte hatte. Das kann irgendwie auch nicht sein, dass eine ganze Notenstufe dazwischen steht, nur wegen unterschiedlicher Formulierungen. Deswegen macht euch da auf jeden Fall nicht den größten Kopf drüber, wenn es mal nicht klappt. Wir sind alle menschlich, jeder fällt mal durch, auch wenn wir das aus der Schule nicht kennen. Und ich habe die Hausarbeit zwar dann nochmal schreiben müssen, hat natürlich alles ein bisschen gequetscht für das nächste Semester, weil ich 2 Hausarbeiten in den Ferien geschrieben habe und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, oh Gott, wenn ich da jetzt auch noch durchfalle, und man zweifelt dann ja wieder an sich, wenn man die Hausarbeit schreibt und denkt, so viel besser wirkt die gar nicht. Aber bei mir hat sich dann alles zum Guten gewendet und das wird es sich auch bei euch, wenn ihr anfangt, nicht mehr an euch selbst zu zweifeln und euch immer mit anderen zu vergleichen. Das ist auch ein Punkt, den macht man sehr oft. Man sagt, ah, irgendwie meine Freundin ist viel besser als ich, oder bei der wirkt es viel leichter und die hat trotzdem bessere Noten. Ich komme mir so vor, als würde ich immer lernen, immer was machen. Das ist auch nicht so. Was ihr nach außen hin tragt, wirkt oft anders wie das, wie es zu Hause bei den einzelnen Personen abläuft. Und deswegen vergleicht euch einfach nicht. Schaut auf euren eigenen Kram, macht euer eigenes Ding und lasst euch auch nicht beeinflussen von anderen, die sagen, du musst auf jeden Fall diesen Kurs belegen und den Kurs. Weil dieses Überlagern von den ganzen Kursen, dadurch, dass man zum ersten Mal selbst entscheiden darf, welche Kurse man wählen muss, kann, darf und welche nicht unbedingt notwendig sind, das ist auch so eine Möglichkeit, wie man einfach die Zeit viel zu sehr verplempern kann. Ich habe am Anfang wirklich jede Vorlesung besucht, schon allein, weil alle waren da und dann hat man sich gedacht, ich muss. Aber es war für mich eine reine Zeitverschwendung bei vielen Vorlesungen. Es war ganz lustig, da zu sitzen, aber mindestens nach der 20. Minute hat man dann nur noch in seinem Buch gemalt oder mit seinen Freunden hin und her geschrieben. Und diese Zeit könnt ihr besser nutzen. Und wenn ihr diese Zeit besser nutzt, werdet ihr auch merken, dass ihr diese Niederschläge oder diese Probleme mit Klausuren und so ein bisschen reduzieren könnt. Ganz wichtig ist, dass ihr euch den Druck auch nicht zu hoch macht. Ich lese das immer wieder in den Kommentaren bei mir, dass junge Mädels, junge Männer mich fragen, Anne, ich will auf jeden Fall, da geht es dann nicht mehr ums Bestehen, da geht es auf jeden Fall ums Prädikat. Prädikat ist also die besondere Auszeichnung, ab 9 Punkten im Juristischen ist es auf jeden Fall so, ist man im Prädikat drin und kann sich eigentlich so gut man will aussuchen, was man später mal werden will. Und viele gehen also in dieses Studium rein und denken sich, ich muss ein Prädikat bekommen. Wir kriegen von den Professoren oft die falsche Nachricht vermittelt, wenn kein Prädikat, dann kann man sich quasi schon beim Arbeitsamt melden und wird keinen Job bekommen. Diesen Gedanken streicht ihr auf jeden Fall jetzt sofort aus eurem Gedankenschatz, aus eurem Wortschatz. Es ist tatsächlich nicht so.
Das Prädikat ist eine tolle Sache und jeder freut sich, der das bekommt. Aber wenn ihr schon am Anfang des Studiums darüber nachdenkt, wenn ich jetzt kein Prädikat schreibe, dann wird es mit dem Examen auch erst recht nicht. Da falle ich auf jeden Fall durch. Oder wenn ich jetzt nur 6, 7 Punkte schreibe, wie soll das dann erst im Examen werden? Da werde ich wahrscheinlich 3 schreiben oder 4. Und dann kann ich mich auch gleich arbeitslos melden. Soll ich lieber was anderes studieren? Das ist wirklich nicht so. Ich habe es selbst am eigenen Leib miterlebt. Ich habe es bei vielen anderen gesehen. Unter anderem bei meiner besten Freundin. Wir waren im Studium nicht schlecht, aber wir waren auch sicherlich gehört nicht zu den allerbesten, weil wir auch andere Dinge im Leben hatten. Weil wir uns gesagt haben, hey, das passt so. Wir haben natürlich trotzdem unser Bestes gegeben. Aber haben uns irgendwann gelernt zu sagen, es gibt einfach Leute, die irgendwie besser sind als wir. Das ist auch nicht schlimm so. Und so fällt ein bisschen so ein Druck von einem weg. Es ist nicht schlimm, dass Leute besser sind. Es ist nicht schlimm, dass Leute schlechter sind. Das macht sie nicht zu schlechteren Menschen oder schlechteren Juristen, sondern Noten sind halt Noten und so wird es halt verteilt. Und als das Examen bei uns dann kam, hatten meine Freundin und ich wirklich krass viel Glück, kann man es wohl auch nicht nennen, weil wir haben ja immer 2 Examen dann geschrieben. Aber auf einmal waren wir dann besser als so der manche, der immer doppelstellig während dem Examen Vorbereitung geschrieben hat oder in den ganzen Semestern davor. Heißt nicht, dass dieser Mensch auf einmal schlechter war, sondern er hatte sich innerlich wahrscheinlich auch diesen Druck aufgebaut. Ich muss auf jeden Fall doppelstellig oder Prädikat schreiben, weil sonst enttäusche ich natürlich viele und ich werde nicht das, was ich mir unbedingt gewünscht habe. Ich habe mir eigentlich gar nicht so große Gedanken gemacht, was ich später mal werden will. Ich habe mir mal eigentlich gedacht, ach, vielleicht werde ich Rechtsanwältin. Aber ich habe mir irgendwie alles offen gelassen. Und so war der Druck natürlich viel weniger. Auch meine Familie hat jetzt nicht den Druck. Da bin ich echt dankbar, dass bei mir nicht der Familiendruck so groß war. Aber Druck ist ein ganz wichtiger Punkt, der euch dann auch immer wieder hochholt aus diesem traurigen, depressiven, ich schaffe nichts. Sondern ihr müsst euch einfach sagen, ich mache mein Bestes, ich tue mein Bestes, falle ich mal durch. Das ist doch gerade das Gute an unserem Studium. Es ist nicht so, dass man, wenn man durchfällt, dann ist alles vorbei und alle lachen einen aus. Nein, man fällt mal durch, man kommt mal durch, man muss mal ein Semester wiederholen. Aber das gehört auch sehr, sehr viel zum Erwachsenwerden dazu. Man ist eben nicht erwachsen, wenn man anfängt zu studieren, sondern man wird auch noch erwachsen während dem Studium. Das habe ich für mich auch wirklich gemerkt und bin auch sehr dankbar, dass ich sogar mal durchgefallen bin, weil ich das in der Schule gar nicht gelernt habe. Mit Niederlagen mussten viele ja nicht in der Schule umgehen. Manche schon, das ist natürlich auch eine gute Sache, aber bei mir war es erst im Studium so. Und das hat mich auch wachsen lassen, zu merken, ich fange nicht an, an mir zu zweifeln, nur wegen einer schlechten Note, wegen einer nicht bestandenen Klausur. Ich weiß, was ich kann und ich muss einfach lernen, es besser in so eine Klausur zu packen. Das waren jetzt auf jeden Fall so ein bisschen meine Tipps und meine Erfahrungen, die ich während dem Studium gemacht habe, während dem Referendariat, wenn es darum geht, mal an sich zu zweifeln, mal Niederlagen wegzustecken. Ganz wichtiger Punkt ist, vergesst nicht an euch selbst zu glauben. Wenn ihr aufhört, an euch selbst zu glauben, dann geht irgendwie alles immer schief und geht den Bach runter und alles wird nur noch schlecht gesehen. Schaut euch auch mal an, was ihr geschafft habt, dass ihr ins Studium gekommen seid, dass ihr ein gutes Abi schreibt oder geschrieben habt. Und das ist doch schon mal eine Leistung, die nicht jeder von sich verzeichnen kann. Ihr könnt also gar nicht so schlecht sein, wie ihr manchmal durch diese Niederlagen denkt. Euch noch einen schönen Tag. Tschüss.